Na, Dimitri, du hast ja erst schöne Sparren gemacht mit Ismail Özcan hier. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Sehr gut gefallen dann. Wie schätzt du Ismail Özcan ein? Ja, das ist ein junger Mann, der nach oben strebt und alles dafür tut, um besser zu werden. Und, ich mache gerne Sparring mit solchen Leuten, die nach oben kommen wollen. Und dann hast du auch mit Sebastian auch ein bisschen Sparring gemacht? Ja, jetzt zum zweiten Mal. Er ist natürlich nicht ganz so vorbereitet ins Sparring eingestiegen. Und natürlich drehe ich nicht voll auf. Und jetzt zu dir. Es gibt ja Gerüchte, du sollst ja in Holland demnächst boxen. Ja, ich hoffe, dass die Gerüchte stimmen. Ich würde gerne endlich mal boxen und nicht nur immer in Vorbereitung sein. Fit bin ich ja. Aber du bist vorbereitet? Auf jeden Fall. Du würdest also in 2 Wochen im Ring steigen können? Sogar morgen. Gut. Hättest du auch gerne eine Revanche gegen Mikkel Kessler? Ja, gerne. Mikkel, wenn du mich hörst. Gerne eine Revanche. Oder hast du einen anderen Favorit im Auge auch? Ja, ich würde gerne auch Abraham boxen und Stieglitz und wie die alle heißen, die ganz oben sind. Schön, dann wünschen wir dir alles viel Erfolg hier. Vielen Dank.